So, meine Lieben, ich habe gesagt, wir sehen uns in Lillehammer wieder am zweiten Tag. Es gibt gar keinen zweiten Tag in Lillehammer. Stattdessen hätten wir Trondheim. Den müssen wir wegen Verletzung pausieren. Das heißt, wir überspringen Trondheim und gesunden und kommen nach Vikersund. Vikersund ist ja die Schanze, die schon den K-Punkt bei 200 Meter hat. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass wir heute tatsächlich einen guten Flug haben. Das Wetter ist eigentlich ganz gut dafür. Schauen wir uns die Schanze einmal ganz kurz an. Ja, die ist relativ groß. Wir haben hier einfach 200 Meter bei minus 4 Grad. 240,5 Meter ist Schanzenrekord. Den sind wir letztes Jahr gesprungen. Vielleicht gelingt uns heute ja eine noch bessere Weite. Also, los geht's. 100% Abschluss, das ist natürlich super. Das bietet die Chance auf ganz einen super tollen Sprung. Wir sind sehr hoch, das ist fast super. Wir stehen gut in der Luft, wir gehen da weit hinunter und schaffen wir einen Telemark. Da hätten wir mit einem Kacherl sollen probieren. Sehr, sehr schade. Wie weit sind wir? 229 Meter. War eigentlich ein sehr guter Flug. Schauen wir noch einmal, wir sind sehr hoch in der Luft. Leicht fängt es hier an mit Seitenwind, leider. Das kennen wir schon von den Sprüngen davor und naja, zu früh. Die Landung wäre gar nicht schlecht gewesen, trotzdem der Sturz. Na, hoffen wir, dass wir hier in den ersten Durchgang kommen. Es sind ja noch ein paar Springer oben, die uns überholen können. Wir sind 19 da, trotz Sturz 19 da. Ja, das ist ganz gut. Probieren wir hier den ersten Durchgang besser zu machen. So, Konzentration. 181,5 müssen wir schlagen, steht hier links oben. Das sollte wohl möglich sein. Also 96% Absprunggeschwindigkeit ist besser als nichts. Etwas zu spät weggesprungen, das ist schlecht. Aber wir stehen gut in der Luft. So. Wir machen lieber einen Sicherheitsaufsprung, ein Kacherl. Wie weit ist es gegangen? 205,5. Nun gut, weit weg von den 240 vom Vorjahr. Aber wir haben ja noch einen Sprung. Schauen wir noch einmal, wie die Landung war. Ja, eine Sicherheitslandung. Ja. Aber viel weiter wäre es gar nicht gegangen, weil wir zu spät weggesprungen sind. Gehen wir in den zweiten Durchgang. Neugierig, wo wir uns platziert haben. Ja, 19. Da können wir vielleicht noch was gut machen. Also, zweiter Durchgang. Und los geht's. 87. Da hängt jetzt vieles vom Absprung ab. Der Absprung war hoch, der war super, der war fast perfekt. Wir haben eine sehr hohe Führung. Ja, weit geht der Sprung geht ja echt weit. Und ein Telemark. Ein Wahnsinn. Das war echt ein schöner Sprung. Da glaube ich, dass wir uns tatsächlich verbessern konnten. 232,5 Meter. Obwohl wir so eine geringe Abstoßgeschwindigkeit hatten. Das macht jetzt Spaß. Schauen wir da noch einmal hinunter. Der geht echt weit. Schau, sehr, sehr schön. Und ein Telemark. Ausgezeichneter Sprung. So, jetzt bin ich echt neugierig auf das Ergebnis. Natürlich haben wir unseren Platz aus dem ersten Durchgang gefestigt. Aber wie viel konnten wir uns verbessern? Auf den 9. Platz sind wir vorgekommen. Ja, sehr, sehr schön. Und offensichtlich, naja, nicht ganz, aber fast den weitesten Sprung insgesamt vom Tag. So, da bin ich, freue ich mich schon auf den nächsten Tag.